Er ist auch so, dass er erstmal Musik machen muss, bevor er sich schminkt. Ganz schlimm hier bei mir. Aber ich muss dringend mal wieder eine Hülle drum machen. Schrecklich, ich bin so ein schreckliches Vogel. Und jetzt, oh mein Gott, Christmas-Musik ist das Beste. Wie ich meine Kontur mache. Und zwar benutze ich da so einen abgerundeten Pinsel. Der ist aber so ein bisschen fester gebunden. Und den Hoola Bronzer von Benefit. Dann gehe ich da einfach rein. Also ich zeige euch das jetzt mal. Und mache dann so einen Fischmund und trage das dann auf meinem Wangenknochen auf. Also Moment. Und irgendwie juckt bei mir danach immer die Nase. Ich weiß nicht warum. So, und zwar mache ich das auf beiden Seiten. Das sieht natürlich jetzt so voll balkenhaft aus. Und dann gehe ich mit einem fluffigeren Pinsel drüber und blende das Ganze einfach. Ich nutze da manchmal auch so einen großen für. Also eigentlich ist es ein Puderpinsel, aber wenn mir das zu viel ist, verwende ich das einfach so. Und fertig ist meine Kontur. Hallo meine lieben Freunde, heute ist der 2. November, wollte ich gerade sagen. Heute ist der 2. Dezember. Und Vlogmas fängt bei mir heute erst an, da ich gestern in der Schule war und gar nichts passiert ist. Wirklich absolut nichts. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich muss nämlich gleich zur Nachhilfe. Ich habe Mathe-Nachhilfe, falls ihr euch das fragt. Und ab und zu auch Deutsch, aber eigentlich eher mehr Mathe. Ja, und zwar gehe ich heute noch ins Gym. Aber erst heute Mittag, so um 3:30 oder um 3, irgendwann so darum. Und ich räume jetzt noch schnell mein Zimmer auf. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mich ja wie gesagt geschminkt. Und genau, ich habe einen Adventskalender übrigens. Der sieht so aus. Der ist von Rituals. Und die Nummer 1 habe ich schon aufgemacht und die Nummer 2 auch. Sieht man jetzt irgendwie nicht, aber die sind schon offen. Und der riecht so gut, mein ganzes Zimmer riecht danach. Wir gehören zu den glücklichen Bundesländern, beziehungsweise ich gehöre zu den Glücklichen in diesen Bundesländern, die keinen Schnee bis jetzt gesehen haben. Jeder hatte gefühlt die Chance, Schnee zu sehen. In ganz Deutschland und in unserem Kaffort hat es mal wieder nicht geschneit. Also es hat zwar geschneit, aber es ist einfach nichts liegen geblieben. Und das ärgert mich voll, weil ich liebe Schnee. Und nirgendwo liegt einfach Schnee hier. Es liegt einfach so Frost auf den Dächern, aber es ist kein Schnee. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Zu meinem Fitness. Ganz viele fragen mich immer so, Saskia, bitte film doch mal im Gym mit und ich will das sehen. Und kannst du mal erklären, wie du deinen Bauch trainierst und dies und das. Heute, Leute, heute ist der Tag gekommen, an dem ich zum ersten Mal filme. Und ich glaube, es wird echt peinlich. Also nur so als Vorwarnung, wir haben heute Cardio und kein Full-Body-Workout. Weil wir das von der Zeit her heute sonst nicht schaffen. Also ich muss noch Physik lernen und sie muss, ich glaube, weg. Sie hat einen Termin noch. Deswegen gehen wir nur noch Stunde. Und Cardio machen wir immer Crosstrainer, Fahrrad und Laufband. Ich nehme euch einfach mit. Ich zeige euch ein bisschen was. Ich hoffe, ich kann das so filmen. Genau, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal in die Nachhilfe. Und ich habe heute mal absolut keine Lust, weil heute ist Samstag. Und samstags Cardio, sage ich schon, samstags Nachhilfe ist so. Really jetzt? Ja, muss aber sein. Ich würde sagen, wenn ihr Bock auf diesen Vlog-Tag habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, ich esse jetzt erstmal einen Apfel. Ich habe zwar schon gefrühstückt, also ich hatte schon Haferflocken und Apfel. Ja. Nee, ich weiß, was ich euch jetzt zeige. Ich zeige euch ein paar neue Oberteile, die ich mir bestellt habe. Die durfte ich mir aussuchen. Und ich zeige euch das jetzt mal. Viel Spaß mit denen. So. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen wie Weihnachten. Ich mache das jetzt mal runter, dann könnt ihr das angucken. Das ist das erste Oberteil und das ist ja mal sowas von schön. Also es hat hier solche Spitze, wie ich euch gerade schon gezeigt habe. Und ja, dann hat es hier so Spitze drüber. Das Ding ist auch leider ein bisschen durchsichtig. Und ich würde sagen, es ist cropped. Also wenn meine Hose jetzt low-waist wäre, ja.
Ja, aber an für sich ist das wunderschön, oder? Was sagt ihr? Das nächste Oberteil, also denkt euch das jetzt einfach weg, ist auch in weiß und ist auch off-shoulder. Ich denke mal, das könnte man eventuell sogar jetzt anziehen. Es sitzt einfach wunderschön. Es hat so Streifen hier, genau, das wollte ich sagen. Also es ist richtig, richtig schön. Also gefällt mir einfach nur mega, mega gut. Und es ist auch eigentlich wirklich weit, also man kann das super dehnen. Und ich würde euch empfehlen, eure Größe zu kaufen. Also ich habe S. Es passt auch in S. Also ihr müsst es irgendwie nicht größer kaufen oder so. Also, das ist das cuteste Oberteil und das cuteste. Gut, also das Höschen, da kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten. Ich würde das, wenn, ein bisschen höher tragen wollen. Egal, auf jeden Fall ist das das Oberteil und das Outfit. Ich finde es eigentlich cute. Das Oberteil gefällt mir einfach nur mega, mega gut. Die Kombination an sich gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Achtet mal nicht auf meine Socken und so. Aber das Oberteil hat einen super süßen Ausschnitt. Und wie gesagt, es ist halt eher was für den Sommer, weil es ist jetzt tatsächlich extremst kalt, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, das würde ich jetzt so erstmal nicht mehr anziehen, aber es ist total süß. So, ich bin jetzt aus der Nachhilfe zurück und ich habe mich umgezogen. Es ist so kalt draußen. Das hatte ich nicht erwartet. Ich wusste, dass es kalt ist, aber es war so kalt. By the way, ich habe mein Oberteil übrigens falsch rum an. Nice. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Und zwar wurden mir vorletzter... Oh, fuck, ich dachte gerade, meine Kamera fällt um. Und zwar wurden mir letzte Woche ein paar Pinsel zugeschickt, die ich auch heute schon in Gebrauch hatte. Ganz, ganz viele. Das ist ein Pinselset aus, 12 Stück. Das sind jetzt 4 davon. Ich verlinke die euch unten mal in der Infobox, aber passt auf, das ist nicht die gleiche Online-Shop-Seite. Also guckt da ganz genau, wo Pinsel steht. Weil auf der einen Seite kann man Klamotten, Pinsel und alles drum und dran bestellen, aber diese Pinsel kommen von einer anderen Seite. Die sind super gut, also ich benutze die nur noch. Die sind, oder die haben die ähnliche Qualität wie Zoeva, also wer da Dupes braucht, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Zum anderen habe ich noch Wimpern zugeschickt bekommen. Die finde ich auch super, super schön und ebenfalls aus dem gleichen Online-Shop, den verlinke ich euch auch mal unten. Und die werde ich auf jeden Fall demnächst auch mal tragen. Ich habe jetzt heute nur noch vor, ich muss jetzt noch mit meinem Hund gleich gehen. Und danach gehe ich, wie gesagt, ins Gym, aber heute nur für eine Stunde, weil ich sonst nicht mehr so wirklich viel Zeit dafür, also für Physik habe und ich will das auf jeden Fall noch ganz gut lernen. Ja, ansonsten passiert heute nicht mehr ganz so viel. Ich muss mein Zimmer noch ein bisschen aufräumen, aber wie gesagt, Fokus ist auf Physik. Nächste Woche endet meine Klausurenphase. Ich bin so dankbar und froh drüber, weil ich einfach absolut keine Lust mehr habe. Es ist ätzend. Ich hasse die Klausurenphase. Und am 22. bekommen wir Ferien. Ich freue mich so auf diesen Tag. Es ist in 20 Tagen. Es ist nicht mal 3 Wochen. Doch, 3 Wochen. 3 Wochen sind es noch. Ach, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Die Vollweihnachtszeit finde ich immer am schönsten. Wenn Weihnachten ist, finde ich es dann auch schön. Aber dann ist ja auch alles wieder vorbei. Dann kommt nur noch Silvester. Und ich weiß noch nicht mal richtig genau, was ich an Silvester mache. Ich wollte eigentlich was mit einer Freundin machen. Was heißt eigentlich, machen wir auch immer noch. Aber wir müssen uns noch überlegen, was wir machen. Vielleicht gehen wir in eine Shisha-Bar oder sowas. Irgendwie sowas. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und falls, wie gesagt, jetzt mal einen Tag lang kein Vlog online kommt, dann seid auf jeden Fall nicht sauer. Hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock habe oder so. Es liegt dann einfach daran, dass nichts passiert ist. Und nächste Woche muss ich dann halt nochmal viel lernen. Aber ab den darauf folgenden Wochen wird spannender, wie gesagt, weil ich ja ein Projekt im Dezember noch habe. Und weil ich etwas Cooles am 21. mache. Ich freue mich so, ich freue mich so. Ihr werdet das alles am 21. dann sehen. Ach, ich freue mich wirklich voll drauf. Genau, ja. Und ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt erstmal mit meinem Hund und dann lerne ich ein bisschen Physik. Da nehme ich auch einfach ein bisschen mit. Und dann geht's ins Gym. Ich mache mir gerade gesundes Apfelmus, kann man das so sagen. Und hier muss ich gerade hinknien, sonst seht ihr mich gar nicht. Auf jeden Fall sind da jetzt einmal, ich glaube, 5 Äpfel drin. Und Apfelsaftschorle ist da drin. Dann kommt da noch Zimt rein.
Das ist egal, welchen ihr benutzt. Hauptsache, ihr tut da Zimt rein. Weil Zimt ist das Beste auf der Erde. Und bei mir kommen noch Mandeln rein. Sieht jetzt zwar ein bisschen aus wie Matschepampe, aber das ist Apfelmus und das schmeckt einfach nur so lecker. Und das ist so sättigend. Also wenn ihr davon so eine Portion isst, seid ihr so lange satt und es ist einfach noch gesund. Weil es einfach keinen Zucker enthält, bis halt auf die Apfelschorle. Aber wenn ihr das durch naturtrüben Apfelsaft ersetzt, dann seid ihr komplett auf der gesunden Seite. Von daher, falls ihr mal nicht wisst, was ihr essen sollt, macht euch mal das. Das ist super lecker. Wir stehen gerade an der Ampel, nicht, dass ihr euch jetzt wieder Sorgen macht. Also wie gesagt, ich bin gerade auf dem Weg ins Gym. Wir fahren da immer nur eine Viertelstunde hin. Und wie ich gerade schon gesagt habe, okay, jetzt ist die Ampel natürlich wieder auf grün. Wir fahren da immer eine Viertelstunde hin und... Ich habe jetzt schon dreimal gesagt. Nein, ich will das andere rausschneiden. Das hat mir noch nicht so gefallen. Das war voll dunkel. Weil meine Mama geht nicht ins Gym. Nur ich. Warum sind da noch keine Weihnachtsbäume? Kurz unterbrechen. Achso, wann kriegen wir eigentlich unseren? Wir bekommen auf jeden Fall unseren Weihnachtsbaum nächste Woche. Da können wir den schmücken. Ich freue mich immer voll darauf, weil ich liebe es, Weihnachtsbäume zu schmücken. Das Abschmücken hasse ich, wie die Pest, weil dann ist alles vorbei und dann freut man sich auf nichts mehr. Aber das schneit 100%. Das ist so richtiges Schneewetter. Guckt ihr das mal an, das ist alles voll weiß. Oh, das ist voll schön. Ich mag den Winter voll. Okay. Also ich bin jetzt im Gym und wir ziehen uns gerade um. Also ich bin hier noch mit einer Freundin, willst du Hi sagen? Hi. Und hier sind überall Spiegel, deswegen hat sie sich gerade nach da hinten verzogen. Und das ist gerade mein Sportoutfit. Moment. Ich habe so ein Oberteil von H&M, so ein Sport-BH von H&M. Hose ist von Nike und meine Schuhe sind ebenfalls von Nike und ziehen uns jetzt um. Mal, dass ich mich an diesem Tag jung gezogen habe. Aber hallo, sag mal. Spaß. Ich war jetzt im Gym, habt ihr auch gesehen, ich habe ordentlich mitgefilmt, beziehungsweise Julia hat ordentlich mitgefilmt. Also danke Julia an dich. Ich glaube, sie guckt nicht mal meine Videos. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Ich muss sagen, es war durchaus ein bisschen unangenehm, im Gym zu filmen. Ja, ja, aber naja, egal. Für euch mache ich das gerne. Ach so, genau. In meinem ersten Adventskalender-Türchen war übrigens diese Handcreme hier drin. Und ich muss echt sagen, ich kenne Rituals jetzt noch nicht so gut. Ich hatte letztes Jahr von The Body Shop Sachen. Ich finde die Handcreme super gut. Ich verlinke die euch mal unten in der Infobox, wenn ich die finde. Also wenn ihr Handcreme sucht, die gut ist, ich kann die nur empfehlen. Also sie war in meinem Adventskalender und nein, ich habe die nicht gesponsert bekommen. Den hat meine Mama mir geschenkt. Deswegen, ich kann die euch nur empfehlen. Und ja, ich glaube nicht, dass heute Abend noch irgendwas passiert. Deswegen beende ich diesen Vlog heute mal und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten. Ciao! Bevor ich vergesse, ein Portemonnaie habe ich mir auch noch ausgesucht. Und zwar, ich packe das mal kurz für euch aus. Das sieht so aus, da könnt ihr erstens mal euer Handy reintun. Also so war das zumindest abgebildet. Moment. Also da ist genug Platz für ein iPhone 7 sogar drin. Und hier könnt ihr eure ganzen Kreditkarten und... was auch immer Karten reinmachen, also richtig praktisch das Portemonnaie und das gibt es in total verschiedenen Farben und es sieht so aus, gefällt mir auch richtig, richtig gut.